Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig Sampler Tutorial. In dieser Folge geht es um Multisamples bzw. Multisample Instrumente. Was das ist und wie ihr diese benutzen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Aber legen wir doch erstmal los. So, ich habe hier schon mal ein Multisample-Instrument geladen in einer etwas höheren Auflösung als sonst, aber die brauchen wir auch. Und dieses Multisample-Instrument ist ein Rhodes Piano. Und um dieses Multisample- oder Multisample-Instrument sich genauer anzugucken, öffne ich erstmal hier unten links die Expanded Device View, die erweiterte Ansicht. Und wenn die aufgeht, sieht man schon, dass da eine ganze Menge los ist. Ich gehe jetzt einfach mal von der linken Seite an. Auf der linken Seite habe ich eine Liste mit sämtlichen Samples, die für dieses Multisample-Instrument benutzt worden sind. In der mittleren Ansicht, das ist die sogenannte Grid-Ansicht, hat nichts mit dem anderen Bitwig-Grid zu tun. Die kann ich hier oben umschalten zwischen Grid und Liste. Sehe ich hier in der Grid-Ansicht eine horizontale Linie mit Samples, die über alle Tasten gelegt sind. Und die horizontale Linie bzw. Ebene bezeichnet oder definiert die Tasten und die entsprechenden Samples, die auf die entsprechenden Tasten bzw. Tonhöhen gelegt worden sind. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel einen Sample auf diesen Tasten. Das ist speziell für diese Tonhöhe gesampelt worden. Oder ein tieferes Sample für diese Tonhöhe. So. Das Ganze hat den Sinn und Hintergrund, dass man nicht jedes gesampelte Instrument bzw. Tonhöhe eines Instrumentes einfach so rumpitchen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier nehme und denke, ja, ich kann das jetzt mal so ein bisschen runterpitchen auf eine andere Tonhöhe und könnte es dann dorthin legen. Das klingt noch ganz gut. Gehe ich noch weiter runter. Könnte auch noch gut klingen. Klingt auch noch gut. Gehe ich hoch. Klingt irgendwie anders jetzt. So, wie wenn ich jetzt... Die klingen viel natürlicher. Das heißt, für dieses Instrument wurden die verschiedenen Tonhöhen einzeln gesampelt oder nahezu einzeln, nicht ganz einzeln gesampelt und dann entsprechend noch nach der vertikalen Achse wurde die Velocity nochmal extra gesampelt. Das heißt, alle diese Töne wurden einmal der Tonhöhe nachgesampelt und dann Tonhöhe plus die unterschiedliche Anschlaglautstärke, die Velocity. Das heißt, wenn ich jetzt einen Ton hier leise anschlage und dann lauter werde, das sind jetzt die unterschiedlichen Samples, die hier abgespielt werden. So, das heißt, ich habe hier eine horizontale, eine vertikale Achse, deshalb auch Grid oder eigentlich wäre schöner gewesen Matrix. So, und jetzt habe ich hier diese einzelnen Samples, die werden hier in dem Multisample Editor Zonen genannt, Zones. Das sehe ich hier in dem Inspektor auf der linken Seite und ich kann jetzt pro Sample verschiedene Werte ändern und angeben. Und zwar, wenn ich jetzt einfach mal dieses Sample hier nehme, das, was ich hier ausgewählt habe, sehe ich zum Beispiel, dieses Sample liegt auf den Tasten C0 bis F0 hier unten. Wenn ich das wieder hier aufmache, sehe ich hier C0 bis F0 zum Beispiel. Die Taste wird aktiviert, beziehungsweise das Sample wird aktiviert, die Zone wird aktiviert in dem Velocity-Bereich 1 bis 39. Das heißt, wenn ich eine Anschlaglautstärke, weiter runtergehen, eine Anschlaglautstärke von irgendwas zwischen 1 und 39 habe, wird dieses Sample ausgelöst. Drücke ich stärker auf die Taste, ist ein anderes Sample an der Reihe.
Und dann ist hier auch noch ein Bereich definiert, der Select, den erkläre ich gleich im Anschluss nochmal. Und dieses Sample wird dann quasi im Select-Bereich 0 bis 127 immer gespielt. Hier habe ich jetzt die Zonenparameter und die Zonenparameter sind im Prinzip sowas wie Modulatoren. Die sehe ich hier auf dem Sampler, auf der rechten Seite des Samplers. Das heißt, ich kann wie ein Modulator das anklicken. Ich mache hier mal auf den Filter einen Tiefpassfilter. Jetzt klicke ich den an und kann dann entsprechend, na, da war noch was drauf, und kann dann entsprechend sagen, wenn ich dieses Sample wähle, soll mir die Resonanz nach oben und der Tiefpassfilter ein bisschen zu. Das habe ich jetzt für dieses Sample gewählt und wenn ich das jetzt spiele, passiert nichts, weil nämlich hier bei diesen Zonenparametern habe ich noch den Amount 0. Also das heißt, diese Modulation, die ich hier gerade vorgenommen habe, wird zu 0% beachtet. Und schiebe ich das jetzt mal voll auf 100 hoch, höre ich schon den Filter und ich sehe auch schon, wie der Filter hier zuschlägt. Gehe ich jetzt hier wieder runter. Das Sample wieder normal angespielt. Gehe ich hoch. Wird das Sample wieder entsprechend verändert. Und so kann ich für die einzelnen Samples, für die einzelnen Zones, kann ich noch zusätzliche Modulationsparameter hier über diese drei Modulationsmöglichkeiten vergeben. Ich kann natürlich auch einen Bereich hier auswählen. Und entsprechend die Zone anpassen. Oder ich mache das jetzt einfach so wieder rückgängig. Ich kann auch hingehen und kann sagen, ich möchte einfach mal diesen Velocity-Bereich. Den gruppiere ich und dann kann ich entweder hier oder hier dann rechter Mausklick, Steuerung G, Control G klicken und habe mir jetzt eine neue Gruppe angelegt und kann die jetzt einfach Low Velocity nennen, zum Beispiel. So, und jetzt habe ich die komplette Gruppe mit dem Low Velocity ausgewählt und kann jetzt hier auch die Veränderung in der Gruppenzone machen. Das heißt, über sämtliche Zonen, über sämtliche Samples, die ich in dieser Gruppe drin habe, kann ich jetzt diese Veränderung machen. Ich kann den Root Key ändern, Feintuning, Key Tracking, ich kann die lauter, leiser machen, Play, Start, Ende, Loop und Crossfade kann ich alles quasi über diese Gruppe verändern, ohne dass ich jedes einzelne Sample hier ab grasen muss. Oder ich gehe einfach auf All Sounds, Steuerung A, wähle alles aus und verändere dann die einzelnen Werte. So. Ich habe nicht nur diese Grid View, sondern wie kurz vorhin mal gezeigt, habe ich noch eine Listenansicht. Wenn ich in diese Listenansicht gehe, dann habe ich ein dreigeteiltes statt ein zweigeteiltes Fenster. Ich habe immer noch meine Zones, meine Samples hier, Zones, Samples. Ich habe hier eine Liste mit dem Sample, was mir hier angezeigt wird und was mir hier noch angezeigt wird. Es visuell von welcher Taste bis zu welcher Taste das geht, was ich ja auch hier nochmal ablesen kann. Und noch so einen schraffierten Teil und das zeigt mir den Root Key an, E0. Das ist der Root Key dieses Samples. Wie auch bei allen anderen Samplen jeweils die Anzeige da ist. Dann habe ich auf der rechten Seite, das ist der Teil von diesem Auswahlmenü, habe ich jetzt Velocity ausgewählt und ich sehe, dieses Sample spielt in diesem Velocity-Bereich. Das sehe ich hier nochmal als numerische Zahl hier von 1 bis 39. Drehe ich jetzt hier an dem Teil rum, kann ich das natürlich verändern. Und was ich noch machen kann, ich könnte jetzt hier noch so ein Fade einfügen. Das macht jetzt in der Konstellation, in der ich das gerade hier zeige, relativ wenig Sinn. Aber ich könnte halt
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Samples untereinander habe, könnte ich die jetzt so sanft ineinander rüberfaden, sodass, wenn ich jetzt Zwischenbereiche von einem Velocity drücke, dass dann quasi beide Samples zu gewissen Anteilen gespielt werden. Und dann habe ich noch den Select-Teil. Und den Select-Teil erkläre ich an einem anderen Instrument, beziehungsweise an einem anderen Beispiel. Und da habe ich mir mal so einen, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, einen leeren Sampler hingelegt. Das Reverb mache ich jetzt mal aus und sage, ich möchte ein neues Multisample kreieren und wähle mir jetzt diese ganzen Samples hier aus und ziehe mir die hier rein. Und sie kann mich hören, das ist doch schon mal ganz gut. Und wenn ich die Samples hier reinziehe, ich kann sie hier reinziehen, dann werden sie mir auch ganz links angezeigt, oder ich kann sie einfach nur ganz links reinziehen. Und dann wird mir in der Mitte einfach nur ein Balken angezeigt. Und dieser eine Balken würde sagen, oder würde bedeuten, all diese Samples, die ich gerade reinziehe, verteilt er mir auf alle Tasten und alle übereinander. Das heißt, egal welche Taste ich spiele, per Keytracking wird natürlich die Tonhöhe nochmal ausgewählt, aber alle Samples erklingen zur gleichen Zeit. Ich gehe aber nur mit der Maus und ich halte die ganze Zeit die Maustaste gedrückt, einfach hier rein und wähle mir jetzt den Bereich aus, wo ich die hinpacken möchte. So, und wenn ich die jetzt einfach hier so reinpacke, muss ich auch die richtige Tonhöhe treffen und dann kann ich die mit meinen Tasten spielen. So, kann aber auch die rüberziehen und wenn ich jetzt mit der Maus mit gedrückter Maustaste runterfahre, dann macht er mir auf eine Taste alle Samples alle übereinander. So, und wenn ich jetzt die Taste drücke, oder noch schöner mit Reverb. Mit Reverb ist alles schöner. Habe ich schon einen Chor am Start und alle übereinander, aber halt nur auf der einen einzigen Taste. So. Wenn ich die Samples jetzt wieder nehme, diese Auswahl, und hier reinziehe und mit der Maus, gedrückter Maustaste, langsam hochgehe, dann verteilte der mir auf mehrere Tasten. Das heißt, ich habe das gleiche Sample auf mehreren Tasten liegen. Bis hin ganz oben und dann legt er wieder alles übereinander. So. Was ich jetzt aber hier möchte, ist, ich will alles auf übereinander haben, auf einer einzigen Taste. Und ich mache hier jetzt. Und ich gehe jetzt in die Listenansicht und gehe von der Velocity, die sollen alle gleich laut abgespielt werden, auf die Select-Sektion rüber. Es sieht alles immer noch gleich aus. Ich habe wie bei Velocity gleichen Werte, außer dass sich das Symbol ändert. Aber ich wähle die jetzt alle aus, mache einen Rechtsklick drauf und sage Distribute Selected Equally. Das heißt, er verteilt sämtliche Samples. Wenn ich das jetzt angeklickt habe, je nachdem, welcher Wert hier reinkommt, wird das entsprechende Sample abgespielt. Ich brauche nur eine Taste zu drücken. Und dieses Select, was ich hier gemacht habe, ist dieser Select-Drehregler hier unten links. Und wenn ich jetzt die Taste drücke, höre ich das erste Sample und drehe ich den Select-Regler ein bisschen nach oben. Kommt dann das andere Sample. So, und so kann ich im Prinzip durch diesen Select-Regler, den kann ich auch mit meinem MIDI-Controller verbinden und kann ich das quasi hier, wenn ich live spielen würde, immer wieder eine andere Stimme auswählen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf One-Shot drücke. Kann ich dann quasi so ein Arrangement machen mit so einem leichten Kanon,
und die verschiedenen Stimmen auch abspielen lassen. So, ich kann das natürlich auch durch einen Modulator hier modulieren lassen. Ist halt dann einfach nur automatisch und ich habe das nicht mehr ganz so unter meiner Kontrolle, sage ich jetzt mal. So, aber was noch eine schöne Geschichte ist, weil ich spiele jetzt im Moment ja immer nur eine Stimme ab. Und was ich machen kann, ist, dass ich mehrere Stimmen gleichzeitig abspiele. Wenn ich das jetzt hier mal markiere, ich lasse mal das erste und die letzte Stimme hier weg und ziehe die alle mal so ein bisschen länger. Beziehungsweise machen wir das einfach mal so, weil den oberen kann ich auch ein bisschen länger ziehen. Und den unteren ziehe ich hier so ein bisschen länger. Und jetzt wähle ich alle aus. Man kann jetzt entweder hier drüben sagen, Key, Fade Out. Habe ich den richtigen ausgewählt? Moment. Ach, ich muss hier über, nee, Moment, über Select doch. Und kann jetzt hier sogenannte Fades einbauen. Ein Fade in und ein Fade out quasi. Ich sollte das vielleicht ein bisschen, dass sie sich noch mehr überlappen. Ja, vielleicht besser. So vielleicht. Und jetzt über den Select und Fade in und dann machen wir hier für das letzte und für die erste wieder ganz, weil sonst ist die Stimme ein bisschen dünn. Und wenn ich jetzt mit dem Select-Knopf. Ich habe es jetzt zweimal gedrückt. Ich sollte vielleicht von Shot mal umstellen wieder auf Normal. Dann stoppt das auch wieder. Und ich wähle jetzt einfach mal. Ich habe jetzt relativ wenig Überlappung da, aber man sieht schon, wenn ich das jetzt mal ein bisschen heftiger mache, sonst wird das nichts. So, und jetzt ziehen wir das einfach mal so ein bisschen so. Und jetzt sollten. Und durch diese Fades, diese Überlappung, die ich hier habe, ne, beziehungsweise das hier, kann ich jetzt steuern, dass mehrere Stimmen gleichzeitig ertönen und, also durch die Überlappung an sich und durch die Fades, bestimme ich noch, dass die Stimmen, je nachdem, mit welcher Stärke ich oder an welcher Stelle ich den Select-Knopf hier auswähle, mit welcher Lautstärke die entsprechende Stimme auch erscheint. Das heißt, wenn ich immer kleine Bereiche verändere, ist mal zum Beispiel die obere Stimme hier lauter oder die untere Stimme hier lauter oder alle drei hier sind dann spielen gleichzeitig, wobei die mittlere dann vermutlich am lautesten ist. Die müsste dann ungefähr hier so spielen, in diesem Fading-Bereich. Und ich kann halt dann, sag ich mal, so aufgenommene Stimme in so einen Chor, der sich auch ständig verändert, übernehmen. Das mache ich mit diesem Select-Knopf. Und ich kann natürlich dieses Select auch nochmal benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Kickdrum suche und irgendwie. Nehme jetzt zum Beispiel diese drei Kickdrums, erstelle mir ein neues Multisample und ziehe mir die auf übereinander auf eine Taste und erstelle mir oder habe mir schon erstellt hier so ein Clip und möchte, dass jetzt jedes Mal eine andere Kickdrum gespielt wird. Im Moment werden jetzt einfach alle drei gespielt, wenn ich hier so gucke.
Und jetzt verteile ich die wieder gleichmäßig. Und im ersten Moment wird immer nur diese Kickdrum gespielt. Jetzt suche ich mir zum Beispiel ein Random oder ich nehme einfach mal ein LFO und dann habe ich eine Gleichmäßigkeit drin. Und bei diesem LFO sage ich, du modulierst mir hier diesen Select. Zum Beispiel. Müsste das aber dann noch so ein bisschen. Einstellen, dass er nicht immer nur den ersten und den letzten nimmt. Zum Beispiel sowas. Oder ich nehme einen Random-Modulator und lasse die einfach ganz wild durcheinander modulieren. Na, der Random, der ist jetzt, der will gerade nicht so wirklich. So. Und dann wählt der. Der weigert sich gerade so ein bisschen. Ich habe doch alles ausgewählt hier. Oder habe ich den jetzt einfach zu langsam eingestellt? Sync, Moment auf Free. So, jetzt habe ich die richtige Einstellung gefunden. Da war wahrscheinlich hier dieses Bipolar das Problem, vermute ich mal ganz stark. So, und jetzt kann ich einfach die Samples so durchgehend auswählen lassen. Kann ich natürlich noch mit Hi-Hats und Snares und so weiter machen, die alle so ein bisschen ähnlich klingen, um so ein bisschen natürlicheren Klang, natürliche Spielweise bei denen jetzt vielleicht nicht unbedingt, gerade so, weil die doch ein bisschen zu unterschiedlich sind. Aber ihr habt das Prinzip bestimmt schon verstanden. Und ihr könnt jetzt natürlich da wie wild Multisamples erstellen, Multisample-Instrumente erstellen. Oder Multisample-Instrumente verändern oder das halt zum Beispiel für solche Percussion-Geschichten benutzen oder für die hübschen Sängerinnen hier. Und ja, ich hoffe, ihr habt da was mitnehmen können und ja, legt los, habt viel Spaß, noch einen schönen Tag und ja, bis bald. Ciao, ciao.